So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt: Ich schäme mich für meine Eltern. Wer von euch schämt sich für seine Eltern oder hat sich mal sehr für seine Eltern geschämt? Dass die Eltern irgendetwas getan haben, was euch ja vielleicht gar nicht gefällt, was euch gegen den Strich geht, was euch beleidigt, was euch beschämt, was euch vielleicht sehr weh getan habt. Also unser Thema: Ich schäme mich für meine Eltern. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch jetzt unter unserer bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Markus und Markus ist 23 Jahre alt. Hallo Markus. Hallo Domian, guten Abend. Hallo, guten Abend. Du schämst dich für deine Eltern? Nein, ich schäme mich nur für meinen Vater. Für den Vater, ja. Und zwar folgendes, das ist eine sehr lange Geschichte. Also mein Vater hat eine Firma gehabt, wo möchte ich nicht sagen, und die ist pleite gegangen. Ja. Und die ist pleite gegangen, weil er Firmengelder veruntreut hat. Er war der Geschäftsführer. Ja. Er hat Millionen von Euro Schulden gemacht. Er läuft immer noch frei rum, was ich ehrlich gesagt nicht verstehen kann. Er hat Millionen von Euro veruntreut. Schulden. Ja, also er hat Schulden in Millionenhöhe, das weiß ich. Ja. Und er läuft immer noch frei rum und das kann ich ehrlich nicht ganz verstehen. Also er hat wirklich Leute beschissen, Entschuldigung, so ist es. Um wie viel hat er wirklich einige Menschen um Millionen betrogen? Also ich weiß, dass die Schulden sich in Millionenhöhe drehen. Ja. Und ich weiß nicht genau um wie viel Millionen, aber ich weiß halt, dass er mehrere Anleger, also auch Geschäftspartner und so weiter, ja, abgezockt hat. Ja. Wann war das? Warte mal, das war 97, 98 rum. Nachher ist das auch insolvent gegangen. Ja. Dann ist das vor Gericht gegangen. Mhm. Dann, das ist noch was, wofür ich mich schäme. Und zwar, ich habe jahrelang keinen Kontakt mehr zu ihm, weil ich als Kind einen Unfall gehabt habe. Zwei Kampfhunde haben mich angefallen und auf jeden Fall habe ich nachher eine Entschädigung für diesen Unfall bekommen. Ja. Und dann kam ein Brief, der an meine Mutter ging, in dem stand drin: Jetzt, wo dein Sohn Geld hat, brauche ich ja keinen Unterhalt mehr zu bezahlen. Ach. Und mir geht sowieso so schlecht. Und wenn das so weitergeht, werde ich selber Unterhalt verlangen. Also er wollte mein Schmerzensgeld haben. Das hat er aber nie bekommen. Nein, also ich habe dafür gesorgt, dass das nicht irgendwie... Zu was ist denn dein Vater verurteilt worden? Also auf der Familienfeier hat er gesagt, also er wäre freigesprochen worden. Er wäre da ohne Anwälte hingegangen. Und dann habe ich mit meiner Halbschwester, mit der ich jetzt wieder Kontakt habe, und hat gesagt: Wie bitte? Der ist zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Mhm. Und also verstehst du, er lügt, er betrügt und er erzählt Geschichten, auch wenn wir mit der Familie mal zusammensitzen, das ist mir einfach unangenehm. Woher weißt du denn so genau, dass er lügt und betrügt, wenn du also das einmal, so nicht... von meiner Schwester. Ja. Einerseits, als ich noch Kontakt zu ihm hatte, sind Geschichten erzählt worden, von denen ich einfach weiß, dass sie nicht stimmen. Zum Beispiel meine Tante, also sprich seine Schwester, ich hatte zum Beispiel, er wäre in Amerika gewesen, da habe ich gesagt: Und wie war's? Meiner Tante, wie war das, als der Papa in Amerika war? Nee, der war nie in Amerika. Wieso erzählt er denn sowas? Also verstehst du, er erzählt, er macht sich, er fährt dicke Autos, er reist in der Welt herum, er weiß ich nicht was, und seine Kinder, kümmert sich in Dreck um seine Kinder. Also er lebt im Moment immer noch auf gutem und großem Fuße, aber mit dem erschwindelten und betrogenen Geld, was er irgendwie sich reingeholt hat. Ich weiß nicht, und er ist jetzt auch noch Liquidator, ich frage mich nicht, wie er das auch noch geschafft hat, und ich weiß nur durch meine Schwester, dass er immer noch mehr Schulden macht, dann wird dann noch umgebaut, dann wird da noch umgebaut. Weißt du, seit wann ist denn dein Verhältnis zu dem Vater offensichtlich komplett zerrüttet? Also seitdem ich diesen Brief bekommen habe mit dem Schmerzensgeld. Wie alt warst du da? 15. Und haben deine Eltern zu dieser Zeit, da haben die nicht mehr zusammen gelebt? Nee, meine Eltern sind geschieden seit, ich glaube 89, 87, also schon lange. Und dein Verhältnis vorher, bevor dieser Brief kam, auch nicht besonders? Ich weiß nicht, ich habe einfach das Gefühl, erstmal liebt er seine Kinder nicht, das weiß ich allmählich. Ich habe es an mir gemerkt, ich habe immer gehofft, bei meiner Halbschwester wäre es anders. Aber die hat mir Sachen erzählt. Also da. Und jetzt ist der Kontakt auch gleich null. Gleich null. Wir haben uns das, wie gesagt, mal gesehen, letztens auf dem Fest, dann war Smalltalk. Ja. Ja.
Und darüber, über diesen Brief wird natürlich nicht gesprochen. Ja, ne? Ja. Und ich weiß nur, wenn ich weg bin, ja, dann fängt die Lästerei los. Ich wäre der böse Sohn. Also ich schäme mich wirklich dafür, weil mir tut das weh. Ich also du schämst dich für deinen Papa, weil er ein Betrüger ist, so kann man sagen, ne? Erstmal das und dafür, dass das so ein, naja, ich möchte nicht sagen, als Mensch auch ist. Ja. Erstmal, der tut den Leuten das an. Wie ist das denn gewesen, was erzählt deine Mutter? Wie war er denn so früher drauf? Hat er schon immer solche Anwandlungen? Ja, also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Mein Vater sagt immer, deine Mutter zieht dich auf deine Seite und so. Sag ich, wieso? Meine Mutter hat mir erzählt, als sie schwanger war, hat er sie in den Bauch getreten und hat gesagt, den Bastard will ich nicht und das ist nicht mein Kind. Also. Aber dieses Kind namens Markus, nämlich du, trägst ja seinen Namen, ne? Ja, und ist das noch was. Wenn das hier in meiner Nähe passiert wäre, ne? Ja. Oder wenn der hier in meiner Nähe wohnen würde, wäre ich längst zum Standesamt gesagt, hören Sie mal, ich möchte mich umbenennen, ich möchte diesen Nachnamen nicht tragen. Ich spiele auch sogar manchmal mit dem Gedanken, diesen Namen abzulegen. Ah ja, das verdeutlicht mir wirklich, welche Antipathie und welche Anti-Haltung du deinem Vater gegenüber hast, wenn man sogar den Namen ablegen möchte, um gar nicht in Verbindung gebracht zu werden mit dem Vater. Also es ist mir wirklich unangenehm. Ja. Also, ist es nicht hier, aber, also ein klassisches Beispiel für ich schäme mich für meine Eltern, in diesem Fall ich schäme mich für meinen Vater. Jo. Lieber Markus, danke für deinen Anruf. Jo. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Also unser Thema heißt, ich schäme mich für meine Eltern, damit kann natürlich gemeint sein, auch ich schäme mich für meinen Vater oder für meine Mutter. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, wenn das bei euch zutrifft oder vielleicht mal zutraf, dann meldet euch unter unserer Telefonnummer oder unter unserer Mailadresse domian@wdr.de. Andreas ist hier. Andreas ist 27. Guten Morgen. Hallo Andreas. Ja. Guten Morgen, Domian. Hallo Andreas. Ja. Ich habe folgendes Problem. Und zwar wurde ich als Säugling von meiner leiblichen Mutter misshandelt. Als Säugling? Was heißt das genau? In welchem Alter? Ein paar Monate war ich da alt. Woher weißt du das? Von meiner Pflegemutter. Mhm. Und was heißt genau misshandelt? Was hat deine Mutter mit dem kleinen Kind getan? Sie hat mich mit dem Feuerhaken geschlagen. Oh. Im Gesicht sowie in Schenkel von dem Bein. Und ja. Ich war auch ein paar Monate im Krankenhaus, deswegen, mit schwersten Verbrennungen. Achso, der Feuerhaken war sogar heiß. Ja, natürlich, also. Und sie hat dieses kleine Würmchen mit einem heißen Feuerhaken geschlagen. Ja, und ich bin auch zur Pflegefamilie im Alter von 16 Monaten gekommen und musste meine leiblichen Eltern, also dazu muss ich sagen, habe ich leider von meinem leiblichen Vater Bettnässen geerbt. Mhm. Auch das mit 27 Jahren ist noch nicht weggegangen. Ja. Bin noch Windelträger und sehr. Lass mich nochmal in die Vergangenheit gehen. Du sagst, mit 16 Jahren bist du in eine Pflegefamilie gekommen. Wie kam es denn dazu, dass mit 16 Monaten, ja, entschuldige, ja. Wie kam es dazu, dass man dich von der leiblichen Mutter weggenommen hat? Wer wurde darauf aufmerksam, dass sie dich so behandelt? Aber aber durch was wurde das Jugendamt aufmerksam? Ich weiß es auch nicht genau. Also ich habe das nur so erfahren und. Weißt du heute, warum deine Mutter das gemacht hat, die leibliche Mutter? Keine Ahnung, also. Hast du sie Alkohol. Alkohol. Mhm. Hast du sie je persönlich gesehen und gesprochen? Ja, und zwar vor ein paar Jahren musste ich persönlich was unterschreiben. Irgendwas wegen arbeitsmäßig oder Jugendamt oder ich weiß auch nicht mehr genau was. Mhm. Und da hat meine Mutter wortwörtlich, weil ich ja eine Narbe im Gesicht trage, hat sie wortwörtlich zu mir gesagt, mein Sohn, ich habe dich gleich an der Narbe im Gesicht erkannt. Also da gab es ein Zusammentreffen zwischen dir und deiner leiblichen Mutter wegen dieser Unterschriftenaktion. Genau. Mhm. Und das hat mich mehr als schockierend gemacht. Ich habe sie angetroffen. Ja, zum ersten Mal hast du sie da gesehen. Zum ersten Mal. Mhm. Sie war zwar vor vielen Jahren, wo ich Kleinkind war, bei meinen Pflegeeltern war sie zu Besuch, was ich nicht mehr erinnern kann, aber das hat meine Pflegefamilie mir gesagt.
Da hatte sie sich auf den Rücken gelegt und wie ein Kleinkind sich neben mir gelegt und wollte irgendwie demonstrieren, mit mir spielen oder wie auch immer. Und total kindisch und... Als du sie dann bei dieser Unterschriftengeschichte da dann wirklich zum ersten Mal eigentlich gesehen hast... Da stand ich viel schockiert und hab wie aus Perplex auf einmal gesagt, hallo Mama, aber wollte das ja nicht, weil diejenigen, die mich aufgezogen haben, sind meine Eltern. Die anderen, die ich nicht kenne, sind nicht meine Eltern in meinen Augen, die mir sowas angetan haben. Gab es da noch ein Gespräch zwischen dir und deiner leiblichen Mutter? Nicht viele Worte. Also ich habe ja überhaupt nicht so richtig... Wahrscheinlich war das auch fast ein Schock für dich, ne? Ja. Und vor allen Dingen damit diesen Satz, ne? Ich erkenne dich an der Narbe. Ja, und vor allen Dingen habe ich als Säugling durch diese schwere Misshandlung auch einen Leistenbruch auf der linken oder rechten Seite davongetragen und durch diesen Feuerhaken im rechten Innenschenkel auch eine Narbe. Mhm. Und bei der Verabschiedung sagte sie auch noch folgenden Satz, zwischen den Beinen hast du ja auch noch zwei Narben, ne? Und das mit dem Lachen im Gesicht, da dachte ich auch, sagte zu meiner Pflegemutter und zu meinem Pflegevater, die ja für mich meine Eltern sind, also sag ich mal Eltern, sagte ich zu denen, ich muss hier weg. Ich habe zwar mit dem Gedanken, Entschuldigung, ich habe mit dem Gedanken zwar gespielt, Briefkontakt aufzunehmen. Ja, ich bin ein bisschen. Aufzubauen. Ja, aufzubauen. Und dachte hinterher, nee, also das tust du lieber nicht. Hast du es denn bei deinen Pflegeeltern wenigstens dann gut gehabt? Sehr gut, ja. Sehr gut, ja. Du hast gerade gesagt, dass du das Bettnässen von deinem leiblichen Vater hast. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Woher weißt du, dass dein leiblicher Vater Bettnässer ist? Weil das leider vererbbar ist. Und es ist... Ja, vererbbar, glaube ich, nicht so. Aber weißt du? Woher weißt du, dass er das hat? Das ist später alles rausgekommen und irgendwie... Ja, weil er das auch hat und ich habe... Aber wer hat dir das denn erzählt, wenn da gar kein Kontakt bestand, dass der leibliche Vater das auch hat? Das kam alles später auch jugendamtsmäßig raus. Ach so, irgendwie über die Papiere oder irgendwie was? Über die Papiere und... Bist du denn wegen dieser Bettnässerei behandelt worden? Schon mal? Ich bin früher als Kleinkind mit meinen Pflegeeltern schon unterwegs gewesen und psychische Behandlung und alles mögliche, Klingelhose versucht und dies und das und hab jetzt auch was verschrieben bekommen, aber hat nicht so funktioniert, hat nicht. Ich schlaf zu lange und hab mal dies an Ausbildung versucht und das und meine Psyche, die ist total kaputt, jetzt habe ich leider in der Familie meine Oma gestorben am 9. Januar diesen Jahres und vermisse ich auch sehr doll. Ja. Was machst du denn? Also meine Pflegeoma, ne? Und was machst du denn vom Beruf? Gar nichts. Also nachdem, was du jetzt erzählt hast, was deine Mutter mit dir als Säugling gemacht hat, da kann man ja fast schon sagen, ich schäme mich für diese Frau und ich habe auch sehr viel Wut und Hass auf die Frau, ne? Oder? Sehr. Also sie hat auch war verheiratet mit meinem Vater und hat später sich scheiden lassen und hat dann später neu geheiratet und zwar die Krönung ist mein Onkel hat sie geheiratet, den Bruder meines Vaters, mit dem sie auch noch 2 bis 3 erwachsene Töchter hat. Also eine sehr, sehr verschrobene Familiengeschichte. Ich würde gerne, Andreas, dich jetzt mit meiner Psychologin verbinden, wegen dieser Bettnässer-Geschichte. Ja. Ich glaube, dass es da schon Mittel und Wege und Methoden gibt, das in den Griff zu kriegen. Ja. Und da kann dich die Elke, meine Psychologin, sehr gut jetzt beraten. Ja. Auch was du dann eventuell weiter über das Gespräch hinaus tun solltest und könntest. Ja, weil ich so darüber nachdenken und will alles wegkriegen. Ja. Und weil ich will nicht ein Leben lang mit meiner Narbe im Gesicht rumlaufen. Hab schon, die eine versucht wegoperieren zu lassen und hat nichts gebracht. Und okay, da könnte er auch mal drüber reden, wie man das vielleicht auch irgendwie etwas verschönern könnte. Aber ich glaube, dass die Bettnässer, das Bettnässen das gravierendere Problem wahrscheinlich zu ist. Ist schon sehr viel versucht worden, nur... So, jetzt legst du mal bitte auf und meine Psychologin, die Elke, ruft dich an. Das ist sehr nett. Lieber Andreas, ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und alles Gute. Danke. Tschüss. Vielen Dank, tschüss. Und hier ist Cindy. Cindy ist 44. Guten Morgen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
Hallo Cindy, schön, dass du da bist. Ja, auch schön, dass ich dich mal erreiche. Auch zu dem Thema, ich schäme mich für meine Eltern. Aber hammerhart. Was? Aber richtig hammerhart. Warum? Meine Mutter ist hochgradige Alkoholikerin. Mhm. Hochgradig. Immer schon gewesen? Immer schon gewesen. Das heißt, deine ganzen Erinnerungen an deine Mama sind, die ist besoffen? Ja. Die ist besoffen und was hat sie mit dir gemacht? Was sie mit mir und mit meinem Bruder gemacht hat. Oh Gott, das kann ich gar nicht erklären. Ist der Bruder älter als du? Junge. Ich bin die Älteste. Mein Bruder ist 2 Jahre jünger. Ja. Dann haben wir noch eine Stiefschwester. Ja. Ja, da gab es fremde Männer. Ja. Da waren wir bei. Da wart ihr bei? Da waren wir bei. Aber eigentlich lebte die Mutter mit dem Vater zusammen. Ja, der Vater ist danach weg. Ich muss das kurz erzählen. Meine Mutter hat dann geheiratet, einen Österreicher. Mhm. So, und da kommen wir, mein Bruder und ich kommen aus der ersten Ehe. Mhm. Wie alt warst du denn, als deine Mutter das zweite Mal geheiratet hat? Da war ich 4. 4. Mhm. Also sind die Erinnerungen gar nicht so konkret? Ja, doch, eigentlich schon. Mhm. Mein Bruder war 2. Mhm. So, und da gab es immer wieder Männergeschichten. Also neben dem neuen Partner? Nein, da war noch nicht der neue Partner, ach so. Da waren immer wieder andere Partner. Ah ja. Mhm. Immer wieder andere Partner. Mhm. Mhm. Ja, und... Und du sagst gerade, da warst du oder wart ihr bei, wenn sie mit anderen Männern irgendwie zugange war? Ja, wir haben sie dabei erwischt, ja. Ja. Mhm. Das heißt, ihr seid in Flagranti reingekommen und sie war... Richtig. Und was passierte dann? Ja, was passierte dann? Sie hat alles abgestritten. Sie hatte alles abgestritten und ja, und sie hat danach hat sie uns weggegeben. Ach so. Ja. Wie alt wart ihr, als ihr weggegeben? Ja. Wie alt warst du, als ihr weggegeben wurdet? Ja, da waren wir in dem Alter von 2 bis 4. Da sind wir dann nach meinem Vater, den leiblichen Vater, nach Österreich. Ach so. Da hat sie uns weggegeben. Moment mal, da muss ich mal fragen. Dann hast du sie mit 4 Jahren ertappt mit einem anderen Mann? Ja. Und da erinnerst du dich noch? Ja. Und da hat sie alles abgestritten? Ja. Das macht sie heute noch. Ich kann mich da so gar nicht an. Als ich 4 war, ja, das sind so verschwommene Erinnerungen, aber. Ja, nein, ich habe ja jetzt auch einige Sachen erfahren von der Familie, dass sie mit ihrem Bruder in Österreich da nackt über die Straße gelaufen ist und. So, jetzt bist du mit 4 Jahren dann von der Mutter weggekommen. Richtig. Dann für immer von der Mutter weg oder bist du später wieder zu ihr gekommen? Sie hat uns wiedergeholt, ja. Wie alt warst du da? Da war ich 7. Ach so. Und dann, bis du volljährig warst du bei der Mutter? Nein, ich bin mit 17 bin ich ausgezogen. Naja, ungefähr dann aber. Ja, mhm. Da hatte sie aber auch schon wieder meinen Bruder und hat auch den neuen Mann kennengelernt. Und wie waren denn diese Jahre von 7 bis 17? Furchtbar. Jetzt sag mal ein paar Beispiele. Was war so schlimm? Mein Stiefvater ist auf Spätschicht gegangen. So, wir kamen von der Schule und mein Bruder und ich, ja, kamen von der Schule, wir kamen rein und da lag sie mit ihrem Bruder auf dem Bett. Mit ihrem Bruder? Ja. Also mit ihrem leiblichen Bruder? Ja. Der Bruder von deiner Mutter lag mit deiner Mutter im Bett? Ja. In sexuellen Handlungen? Ja. Ah ja. Hm. Und da warst du schon älter und hast kapiert, wie schlimm das ist? Ja, natürlich. So, und mit 16 habe ich, das weiß ich noch ganz genau, mit 16 bin ich nach Hause gekommen mit meinem ersten Freund. Mhm. Da hatte sie sowieso was gegen. Und wir sind in das Haus reingekommen. Und dann habe ich nur zu meinem Freund gesagt, ich sage, warte mal. Der hatte mich dann von der Schule abgeholt. Ich sage, warte mal, ich gehe mal nach oben. Da hatten wir schon das Haus. Ich gehe mal nach oben. Und dann hat sie sich dann eingeschlossen von meiner Schwester in das Zimmer mit dem anderen Mann. Mhm. Mhm. So, dann habe ich gehorcht an der Tür. Soll man nicht machen, aber habe ich gemacht. Und dann habe ich natürlich gehört, was abging und bin runtergelaufen ans Telefon und habe meinen Stiefvater angerufen. Der war auf Spätschicht und der kam natürlich innerhalb von einer halben Stunde. Mhm. Und dann hat er die zusammengetrimmt und was weiß ich nicht. Und also nie ein gutes Verhältnis zu der Mutter gehabt? Nein. Ist die Mutter irgendwann mal zärtlich zu dir gewesen? Nein. Auch nicht? Nein. Das ist das Problem. Jetzt fängt sie an, weil sie ist jetzt alleine, mein Stiefvater ist gestorben. Und jetzt fängt sie an, ich bin das liebste Kind und wir sind die liebsten Kinder. Mhm. Und jetzt überhaupt und ich sitze da. Also es gibt im Moment Kontakt mit der Mutter, ja. Also es gibt jetzt, nach wie vor Kontakt mit ihr. Jetzt wieder. Nach einer Kontaktpause.
Richtig. Mhm. Warum ist es wieder zu dem Kontakt gekommen? Weil sie jetzt alleine da steht. Also sie hat den Kontakt angefangen? Ja. Und wieso hast du ihn denn mitgemacht, wenn du so einen Hals letztendlich auf sie hast? Ja, soll ich sie hängen lassen? Was soll ich machen? Ja, also ich meine, wenn man so schlechte Empfindungen einem Menschen gegenüber hat, wie, du kannst doch gar nicht ja, unbefangen mit ihr umgehen. Sie soll jetzt sogar noch eine Wohnung jetzt kriegen hier in meiner Ecke. Trinkt sie denn Alkohol im Moment auch? Aber richtig. Aber richtig. Mhm. Aber richtig. Mhm. Die steht jeden Tag unter Strom. Mhm. Jeden Tag. Ich hab sie jetzt zweimal. Das erste Mal habe ich sie rausgeholt mit dem Notarzt. Da war blutende Magengeschwüre. Da hat das Krankenhaus schon gesagt, es gibt keine Hoffnung, wir müssen sie wegbringen. Mhm. Da hat sie sich tierisch drüber gewehrt. Mhm. So, das zweite Mal war jetzt, da wurde das Haus ja jetzt verkauft. Mhm. Weil sie muss ja jetzt raus aus dem Haus, weil sie kann das Haus ja nicht mehr alleine halten. Das Haus wurde jetzt verkauft. Und dann mein Bruder hat dann alles gemacht und getan und. Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, hey komm Cindy, wir fahren jetzt mal hin zur Mama. Und das war allerhöchste Eisenbahn. Mhm. Lag da mit 3,9 Promille und fast blutleer. Mit 3,9 Promille lag sie besoffen in dem Haus? Ja. Wo ist sie jetzt im Moment? Ja, in dem Haus. In dem Haus. Mhm. Ja. Und ich traue mich... Wie alt ist sie jetzt? Sie ist 62. 62. Sie in irgendeiner Weise dazu zu bewegen, dass sie in eine Entziehungskur geht? Kein Weg. Dann wird sie sich totsaufen? Ja. So muss man es böse, was heißt böse, man muss es so brutal sagen. Genau das befürchte ich. Genau das befürchte ich. Es gibt keine, sie schlägt jede Hilfe eigentlich ab. So, oder? Ja, mit allem. Ich hab heute Nachmittag mit ihr telefoniert und ich habe da schon wieder gemerkt, ich sag, du hast da irgendwas getrunken. Nee, ich habe nichts getrunken und da war sie schon wieder am Rumleien und deswegen, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Und jetzt kriegt sie eine Wohnung, kriegt sie jetzt hier eine frisch gebaute Eigentumswohnung, kriegt sie jetzt gebaut. Nein, sie will da nicht rein. Sie wohnt da jetzt schon 35 Jahre drin in dem Haus. Mhm. Ja gut, also lange Rede, kurzer Sinn. Das heißt, du hast sie in deiner Nähe, wahrscheinlich bald? Nee, das ist ja das Problem. Ich lebe in Trennung und bin wahrscheinlich auch bald weg. Dann ist die hier Mutterseelen allein. Mhm. Ja, aber weißt du, Cindy, was willst du machen? Du stehst da vor einem 60-jährigen Leben, was wahrscheinlich komplett schief gelaufen ist. Wenn diese Frau jetzt nicht zur Einsicht kommt, dann kannst du nichts machen und dann wird das, dann wirst du sie auch fallen lassen müssen. Ja, wie soll ich denn das machen? Ja, indem du gar nichts mehr unternimmst. Ich meine, das ist ja das ganz große Problem von allen Angehörigen von Alkoholikern, dass die Alkoholiker die Angehörigen auch mit immer tiefer runterziehen. Wenn ja, sie natürlich. Ich fange ja jetzt auch schon langsam an zu saufen. Du fängst auch schon an zu trinken? Ja, natürlich, weil ich keinen Bock mehr habe. Ja, siehst du, da haben wir es ja schon. Ja. Da haben wir es ja schon. Das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist wahrscheinlich die Abgrenzung, wenn die auch schwerfällt. Wie man das macht, das würde ich dir gerne jetzt im Gespräch übermitteln lassen von meiner Psychologin. Ich glaube, dass du eine Grenze ziehen musst. Ja, ich denke auch. So wie du es geschildert hast, ist deine Mutter wirklich ganz unten. Das ist ja schlimm und traurig genug. Also wenn ich schon Alkoholpegel von 3,9 habe, die Ärzte sagen, dass sie verwahrlost ist und. Also Und es darf nicht passieren, dass es eventuell mit dir ganz genauso passiert. Mhm. Das darf genau nicht passieren und vielleicht ist es jetzt noch früh genug, die Notbremse zu ziehen. Mhm. Wenn du selbst schon sagst, ich bin gefährdet, ich trinke Alkohol, um meine Sorgen da irgendwie in den Griff. Natürlich. Ja, das ist ganz schlimm. Das ist ja ganz schlimm genug, weil ich kann nicht schlafen. Mhm. Mhm. Weil mir gehen immer die Gedanken durch den Kopf. Mhm. So Cindy, ich bitte dich aufzulegen und wir rufen dich gleich zurück. Alles. Und dann werden wir in Ruhe mit dir sprechen, was zu tun ist. Alles klar, ich danke dir. Alles Gute, Cindy. Schickst du mir ein Autogramm? Ja, dann sag bitte meiner Psychologin gleich deine Anschrift. Alles klar, ich danke dir. Alles Gute, tschüss. Jo, danke, tschüss. Weiter geht's mit unserem Thema, ich schäme mich für meine Eltern und dem Kalle. Und Kalle ist 42 Jahre. Guten Morgen, Kalle. Ja, hallo. Hallo, Kalle. Romian. Warum schämst du dich für deine Eltern? Eigentlich mehr für die Mutter. Ja. Und sind wir mit drei Jungs aufgewachsen. Mhm. Und wir sind eigentlich von klein auf richtig verprügelt worden.
Von der Mutter? Von, ja, die Mutter, die, die hat uns auch verprügelt, aber sie hat sich auch teilweise dafür geschämt und hat dann eben halt abgewartet, bis der Vater von der Arbeit kam. Mhm. Und dann haben wir teilweise schon im Bett gelegen und wurde ein Tagesbericht abgegeben und derjenige hat das und das gemacht und dann mussten wir auch schon aufstehen und dann wurden wir eben halt nochmal verprügelt und dann konnten wir uns halt wieder hinlegen. Aber wenn die Mutter nicht gepetzt hätte, wäre es nicht passiert? Genau. Mhm. Und das zog sich die ganze Kindheit, Jugend durch? Ja, also ich sag mal, als ich 18 war, dann war eine Erlösung. Dann war Feierabend. Aber es dauert sehr lange, bis man 18 ist. Ja, und ich habe mir als Kleinkind, also ich sag mal, wir mussten uns wirklich komplett ausziehen und dann wie ein Zirkus, wie so ein Pferd in der Manege an der Hand gehalten und mit dem Gürtel geschlagen und man hatte überhaupt keine Möglichkeit wegzukommen. Oder man wurde in einem engen Badezimmer eingesperrt und wurde dann da geschlagen und da hat man keine Möglichkeit gehabt, sich irgendwie zu drehen oder zu wenden und man musste das eben halt ertragen. Also diese Schlagaktionen fanden sowohl anfänglich dann von der Mutter statt und wurden dann vom Vater fortgeführt quasi. Ganz genau. Mhm. Und der Hauptschuldige war eben halt der mittlere Bruder gewesen. Der wurde auch schon im Kindesalter bei der Oma abgegeben und kam auch, ich sag mal, 2-3 Jahre später erst wieder zu der Familie und war eigentlich immer derjenige, der den Hauptanteil abgekriegt hat. 70%, sag ich mal, eher 30%. Weil er Unsinn gemacht hat irgendwie oder weil er nicht gespurt hat? Ich sage eher unbeliebt. Bitte? Unbeliebt? Ja, er war eben halt... er war unbeliebt. Die mochten den einfach nicht, deine Eltern. Genau. Und hat er die Hauptschläge abgekriegt und den Rest dann ihr. Wie schlimm, was für eine schlimme Familiensituation. Bei dir dann auch, wenn du an deine Vergangenheit denkst, an die Kindheit, nur Angst. Nur Angst. Nur Angst. Mhm. Und deswegen, ich habe immer noch das Gefühl, dass ich irgendwie auf der Flucht bin und ich muss immer irgendwas machen. Heute noch. Mhm. Also ich komme damit absolut nicht klar. Wie war das denn Weihnachten? Das ist ja das Familienfest. Wie habt ihr das zelebriert? Meine Eltern, die kommen aus Polen und da gibt es eben halt auch Rituale hier mit Karpfen und Mohnklöße und so. Mhm. Aber keiner von uns mochte Mohnklöße und dann wurde schon ein Heidenbehai gemacht, nur weil wir vom Vater die Mohnklöße nicht essen wollten. Mhm. Und wir haben die Weihnachtsfeier, die Schokolade, dann haben wir vor der Bescherung haben wir Schokolade gegessen und wie kann man denn vor der Bescherung Schokolade essen, dann isst man ja davon nichts mehr. Und also ich kann also wirklich nur sagen, es war immer mit irgendwelchem Theater verbunden und also kein schönes Weihnachtsfest je erlebt? Nein, eigentlich nicht. Hast du mal ein schönes Geschenk bekommen von deinen Eltern, von deiner Mutter? Ich kann mich an ein einziges Bild erinnern. Ich sag mal, wir sind ja alle aus den 60ern geboren, von 1960 bis 64, ich bin der Letzte. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, 5 oder 6 Jahre alt. Und da haben wir ein Bild, da stehen wir alle drei und dann haben wir so eine Carrera-Bahn gekriegt. Das war ein Highlight gewesen. Und das sind eben halt so schöne Sachen, die man noch mitnimmt, sag ich mal. Ja. Aber wenn du dich heute mit 42 Jahren noch irgendwie auf der Flucht quasi fühlst oder unter Druck fühlst, zeigt mir das, was für eine schlimme, tiefgründige Erfahrung das für dich war. Ja, und wie sehr das in dir lebt. Wenn man versucht, mit der Familie darüber zu reden, sag ich mal, mit Onkels oder Tanten, die das eigentlich mitgekriegt haben müssen, die Mutter, die ist ja auch noch aktiv und sagt dann, nee, das war nicht so, die spinnen und also dann wird der Mutter mehr geglaubt als uns. Mhm. Wie ist denn dein Verhältnis heute zu deiner Mutter und auch zu deinem Vater? Mein Vater ist vor 4 Jahren gestorben und dann 2 Wochen danach kam meine Mutter mit einer Lügengeschichte über meine Frau an und dann habe ich sie aus der Wohnung geworfen, seitdem habe ich mit der nichts mehr Mut. Ach so. Hast du sie denn unter 4 Augen mal konfrontiert mit all diesen Dingen, die in der Vergangenheit geschehen sind, wie du das empfunden hast? Mit wem? Hast du mit deiner Mutter mal über das gesprochen, was in der Vergangenheit passiert ist? Nein.
Warum nicht? Weil ich habe, wie gesagt, seit 4 Jahren seit dem Tode meines Vaters keinen Kontakt mehr. Na gut, aber hättest du ja früher machen können. Weiß ich nicht. Ich habe mich da irgendwo nicht getraut, weil sie ist auch sehr dominant. Sie hat auch in meine Beziehung eingegriffen und wenn ich dann... Das heißt, das muss man sich vorstellen. Also ein vielleicht 35-jähriger Mann oder so hatte dann immer noch Angst vor der Mutter, die mal so richtig sich zur Brust zu nehmen, nach dem Motto, so und so, warum habt ihr mich damals so behandelt? Warum habt ihr das gemacht? Weil ich weiß nicht, ich sitze auch zu Hause und weil normalerweise, ich bin eigentlich, christlich erzogen und ich habe auch... Na, christlich erzogen ist gut, das war keine christliche Erziehung, wenn die euch immer zu blau und grün geschlagen haben. Ja, aber trotzdem, durch die Oma, die, also. Die ist eigentlich, ich bin eigentlich doch, ich war Messdiener früher und ich habe auch Achtung vor Eltern, älteren Leuten, Respektpersonen, den trete ich eigentlich ganz ordentlich gegenüber. Und deswegen habe ich auch ein Problem damit, dass ich jetzt meine Mutter nicht mehr sprechen kann. Und Achso, das heißt, du, die Tatsache, dass ihr jetzt keinen Kontakt habt, macht dir auch zu schaffen. Ja, weil eine Mutter ist eine Mutter. Und Ich bin irgendwo in der Zwickmühle, ich weiß. Ja, weißt du, das ist so ein Satz, eine Mutter ist eine Mutter, ja, vielleicht. Aber eine Mutter ist eben nicht immer eine Mutter. Ja, obwohl. Eine Mutter kann auch ein Teufel sein. Ja, sicher, aber ich habe, wie gesagt, ich habe ja auch als Kind, wo ich da wirklich so nackig verprügelt worden bin und ich sag mal, andere Leute können sich ja vielleicht gar nicht vorstellen, da habe ich ihr schon den Tod gewünscht. Hat sie euch oder haben die Eltern euch so sehr geschlagen als Kinder, dass ihr auch manchmal verletzt wart? Also mein mittlerer Bruder, der ist mal in die Schule gegangen und hat Sportunterricht gehabt und dann wurde er darauf angesprochen, wo er überhaupt die ganzen blauen Flecken her hat. Und ich sag mal, das ist ja schon Aussage genug. Also keine schweren Verletzungen, aber schlimmste Verletzungen natürlich seelischer Art. Und wenn der Körper blau ist, dann kann man sich ja schon vorstellen. Lieber Kalle, du klingst auch sehr angeschlagen, wenn du davon erzählst. Ich bin auch am Zittern und weil ich sage, das ist für mich jetzt das erste Mal, weil ich habe gestern schon zugeguckt und habe jetzt auch eben halt gewusst, dass dieses Thema kommt und habe eigentlich gehofft, dass ich durchkomme. Ja. Als ich durchgekommen bin, habe ich aber Angst gehabt, dass er mich zurückruft, weil ich weiß nicht. Ich verstehe. Dann weil, doch, weil, ja, Angst ist, darüber zu sprechen. Ja, und weil... Hast du denn, Kalle, mit deinen... Ja, das glaube ich ja schon. Das gibt so viele schlimme Dinge in den Familien. Hast du denn mit deinen Brüdern, die sind ja nur auch schon erwachsene Männer, hast du mit denen mal über die schlimme Zeit gesprochen oder ist das auch tabu? Nein, der älteste Bruder, wie gesagt, der ist der Einzige, der noch Kontakt mit der Mutter hat. Und der sieht das natürlich ein bisschen anders, weiß aber ganz genau, was los ist, aber er hat auch Beziehungsprobleme. Der mittlere Bruder, der ist auf der schiefen Bahn geraten, der ist 13 Jahre im Gefängnis gewesen und wohnt jetzt in Süddeutschland. Und mit dem, wenn ich mich unterhalte, wir beide unterhalten uns eigentlich oft darüber, dass wir überhaupt betroffen sind und wir fangen auch immer grundsätzlich an zu heulen am Telefon. Bist du verheiratet? Hast du eine Familie? Ja, Du hast eine Frau, hast du gerade gesagt, ja. Wie, redest du mit deiner Frau über diese Geschichten der Vergangenheit? Die kennt alle. Und deswegen, also ich kann eigentlich nur sagen, vor der Frau kann man einfach nur den Hut ziehen. Aber ich weiß nicht... Vor deiner Frau? Ja, vor meiner Frau kann ich wirklich nur den Hut ziehen. Aber ich weiß nicht, wegen dem Wort Liebe, ich kann das irgendwie nicht rüberbringen. Ich weiß nicht... ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also du kannst deiner Frau gar nicht wirklich deine Gefühle ihr gegenüber zeigen? Nein. Also Kalle, ich würde auch gerne, dass du noch in Ruhe mit meiner Psychologin sprichst. Ich glaube, das ist so umfassend, das schaffen wir gar nicht im Rahmen dieses Interviews hier. Ja. Dann machen wir es auch so wie immer, dass du auflegst und du wirst von der Elke zurückgerufen. Vielleicht nicht direkt in der nächsten Minute, weil die Elke gerade zu tun hat, aber du wirst zurückgerufen. Alles klar. Ja? Da wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Und ich danke euch und mach weiter so. Recht schönen Dank, Kalle. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. Unser Thema, ihr Lieben, heißt, ich schäme mich für meine Eltern. Das können solche schlimmen Sachen sein, wie wir es gerade gehört haben, dass so Scham und Wut und Hass ineinander verschwimmen. Es können aber vielleicht auch eher Sachen sein, die, im weitesten Sinne vielleicht zum Schmunzeln sind. Vielleicht habt ihr eure Eltern bei irgendeiner doch sehr herben Kassen Sexpraktik erwischt. Oder vielleicht habt ihr im Keller einen
FM-Studio oder ein, ja, sowas entdeckt und wart völlig baff, dass die Eltern sowas machen und im Nachhinein jetzt sagt, eigentlich schämen wir uns für unsere Eltern, weil das hätten wir gar nicht gedacht. Also ich schäme mich für meine Eltern, für die Mutter, für den Vater, für einen von beiden oder für beide. Also 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist Doris. Doris ist 48. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Doris, guten Morgen. Grüß dich. Ja, warum schämst du dich für deine Eltern? Ich muss mal den Fernseher leiser machen. Klar. Das wäre gut, ja. Ja, koppelt sich hier so. Betrifft's die Eltern oder den Mutter oder den Vater? Die Mutter. Die Mutter. Mhm. Immer die Mutter. Mhm. Ja, was heißt die Mutter? Also es ist so, ich bin von meinem Schwager vergewaltigt worden. Und das war 1998 bei einem gemeinsamen Urlaub. Vom Schwager? Vom Schwager. Mhm. Mhm. Ja. Er ist über mich hergefallen, während meine Schwester ihr Kind zu Bett gebracht hat. Mhm. Und das war ein gemeinsamer Urlaub, den die beiden, den du mit deiner Schwester und dem Schwager verbracht hast? Genau. Warst du zu der Zeit Single oder warst? Ich war Single. Du warst Single. Mhm. Ja. Mhm. War Alkohol im Spiel? Bei meinem Schwager, ja. Ja. Mhm. Ja. Und es war irgendwie so wie jeden Abend auf der Terrasse, dann noch mal so ein Reziner getrunken und so weiter. Mhm. Und meine Schwester bringt ihr Kind ins Bett. Ich denke, die kommt ja gleich wieder. Und auf einmal springt mein Schwager über den Tisch, schneidet sich die Fußsohlen auf. Alles, die Gläser, alles geht zu Bruch. Und hat mich wirklich bis in mein Zimmer verfolgt und mich vergewaltigt. Und das habe ich seit 98 niemandem erzählt. Sag mal, lass mich mal fragen, entschuldige, wenn ich unterbreche. Ja. Deine Schwester hat ihr Kind ins Bett gebracht. Genau. Und hattet ihr so eine gemeinsame Ferienwohnung dort? Genau. Ja. Und er hat dich dann in dein Schlafzimmer verfolgt oder gezerrt. Genau. Und das hat deine Schwester nicht mitbekommen? Nein. Hast du denn geschrien? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, ja. Es war laut, weil Gläser sind zu Bruch gegangen und... Aber sie hat es nicht mitbekommen? Nein. So, dann wart ihr dann in deinem Schlafzimmer und da hat er dich zum Geschlechtsverkehr gezwungen? Ja. Und dann? Danach? Und danach hat er die Unterhose auf den Boden geschmissen und gesagt, das sollte die Monika besser nicht erfahren. Und ist so grinsend rausgegangen. So, und du lagst da... Im Blut. Also sein vom Fuß aufgeschnittenen Blut, mhm. von den Scherben und alles, mhm. alles im Blut. Mhm. Und am nächsten Morgen kam mein Neffe und wollte auf meinem Bett rumhüpfen, so mhm. hüpf, hüpf, hüpf. Mhm. Und ich habe die Krise gekriegt, weil ich dachte, Gott, der sieht das ganze Blut. Mhm. Ich habe dann Decken drüber gelegt und alles... Schrecklich. Und aber, dann sind wir zum Strand gegangen. Aber lass mich nochmal zu dem Abend zurückkommen. Er hat dann diesen Satz gesagt, das sollte die besser nicht erfahren und ist rausgegangen. Genau. Deine Schwester, so habe ich das in Erinnerung, wollte nur ihr Kind zu Bett bringen und dann doch wahrscheinlich auch zurück auf die Terrasse kommen. Nee. Nee? Die ist wahrscheinlich eingeschlafen. Die ist nicht mehr zurückgekommen. Ach so. Und dann bist du auch im Zimmer geblieben und so kam die Nacht dann. Genau. Und am anderen Morgen hat deine Schwester nicht irgendwie was bemerkt, dass irgendwas seltsam war? Nein, gar nichts. Gar nichts? Er war total Schauspieler. Wir sind zum Strand, wie immer, und er hatte aufgeschnittene Zehen, mein Schwager, von diesem Überfall. Und ja? Was hat er gesagt, woher er diese aufgeschnittenen Zehen hatte? Irgendwas. Irgendwas. Mhm. Und meine Schwester hat ihm sogar noch Pflaster rumgemacht. Mhm. Und ich lag am Strand und dann sagte sie zu mir, wie schaust denn du aus? Mhm. Ich hatte zwischen den zwei Oberschenkeln in den Seiten Handabdrücke. Ah. Und dann habe ich gesagt, ich habe mich am Schrank gestoßen. Mhm. Ich bin gerade ganz, ganz geschockt. Das heißt, da kann man sich vorstellen, mit welcher Gewalt er dich angefasst hat. Absolut. Wenn du am anderen Morgen die Abdrücke an den Oberschenkeln hast. Absolut. Mhm. Ja. Mhm. Es waren zwei Hände links, rechts mhm. in den Innenschenkeln, ja. Hältst du es für möglich, dass der so besoffen war, dass er es gar nicht mehr wusste am nächsten Tag? Ich glaube, also wenn jemand sagt, besser sagst du das der Monika nicht. Nee, hast du recht. Mhm. Ich weiß nicht. Mhm.
Na gut. Das Thema ist ja, schäme ich um für meine Eltern, ne? Ja, genau, für die Mutter. Das hast du die Mutter gerade ins Spiel gebracht am Anfang. Genau. Und ich habe also jahrelang geschwiegen. Mhm. Jahrelang. Das ist 98 und ich habe jahrelang geschwiegen und habe das mit mir rumgetragen. Bei Familienfestlichkeiten, Geburtstage, Weihnachten und so weiter und so fort. Mhm. Gute Miene zum bösen Spiel oder umgekehrt. Ja, ja. Ah, ja. Und irgendwann mal hat meine Mutter warum kommt ihr denn nicht? Ja, weil der Schwager da, ja, warum und hin und her. Und irgendwie ist es dann aus mir rausgebrochen und ich habe sie erzählt, meiner Mutter. Ja. Und meine Mutter ist wirklich eine tolle Frau. Habe ich gedacht. Ja. Und dann hat sie gesagt, ich soll damit aufhören. Ich zerstöre damit eine Familie. Schließlich hat meine Schwester ein Kind. Schließlich ist mein Schwager Kriminalhauptkommissar. Und ich soll... Das auch noch. Ich soll es beerdigen. Das heißt, du brauchst gar nicht weitersprechen. Was für eine schlimme Verletzung zusätzlich noch, dass deine eigene Mutter dir das nicht glaubt und dich auffordert. Geglaubt hat sie es mir schon. Ach, sie hat es schon geglaubt. Ich dachte, sie wird es jetzt so weggewischt, das Reden. Geglaubt hat sie schon. Umso schlimmer. Das heißt, sie glaubt es. Ich soll darüber nicht reden und ich soll es gehen lassen. Ich soll Schwamm drüber und fertig. Das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm, Doris. Ganz schlimm finde ich das. Ich finde es ganz schlimm, wenn die eigene Mutter so reagiert. Eigentlich hätte sie dich. Kenne ich meine Mutter nicht. Ja, sie hätte dich eigentlich in ihre offenen Arme nehmen müssen und dir beistehen sollen, seelisch. Mhm. Wer weiß das denn jetzt? Wem hast du es sonst noch erzählt? Hast du es der Mutter erzählt? Ich habe es meiner Mutter erzählt und ich habe es meinem jetzigen Mann erzählt. Ja. Habt ihr denn dann jetzt noch so mehr oder weniger gezwungenen familiären Kontakt miteinander? Ja. Vor 2 Wochen hat mein Vater Geburtstag gehabt, da waren wir da und. Mhm. Meine Schwester schaut mich nicht an. Weil die weiß gar nicht, warum du so komisch bist. Nein, die weiß schon. Die weiß schon. Die Schwester weiß es auch? Ja, ich habe ihr doch erzählt. Ich hab gerade nur so verstanden, dass es nur der Mutter erzählt hast. Nee, ich habe es meiner Schwester... Das war so ein blöder Abend. Da haben wir so einen Küchenabend gehabt und gekocht und getrunken. Mhm. Und Küchenabend und dann sagt sie zu mir... Wenn du wieder von München nach Würzburg ziehst und hin und her, dann musst du die Frisur ändern, dann musst du Sprachkurs machen, musst du dies und jenes, hat mich so richtig fertig gemacht, meine kleine Schwester. Mhm. Und dann ist es aus mir rausgeplatzt und dann habe ich gesagt, pass auf, aber dein Mann, der steht anscheinend schon auf mich. Ja? Und dann hat sie gebeichtet. Hat sie es denn geglaubt oder hat sie es weggewischt? Sie hat mir es schon geglaubt, weil es war ja, es hat sich ja wiederholt nach dem Urlaub. Wir waren ja dann nochmal in der Küche. Wir waren ja nach dem Urlaub. Moment, was hat sich... Küchenabend gehabt, dann hat er mit mir so gefuselt, sagt man ja, so, während sie auch wieder das Kind ins Bett gebracht hat. Und der hat mich ja mehrmals bedrängt, mehrmals. Was hat er denn da beim zweiten Mal gemacht? Bitte? Was hat er denn dann da bei dem zweiten Mal gemacht? Bei dem zweiten Mal hat er mich geparkt und also... Im Urlaub ja auch nochmal. Hat er mich von hinten genommen in der Dusche. Moment mal, also jetzt kommt ja noch mehr raus. Ich habe am Anfang, du hast es sehr lange erzählt, da habe ich gedacht, es wäre nur ein einziges Mal damals in Griechenland passiert. Wie viel Mal ist es denn nun passiert? Hm. Wie viel Mal ist es denn nun passiert? 3-mal im Urlaub und dann zu Hause hat er es probiert, aber da habe ich es abgeblockt. 3-mal in welchem Urlaub? In dem damaligen Griechenland-Urlaub? Ja. 3-mal? Ja. Also nach dem, was du gerade erzählt hast, da mit den Scherben, danach dann noch 2-mal? Ja. Ja. Ich bin nachts auf die Toilette. Das war, glaube ich, 4 oder irgendwas. Also wo keiner mehr auf ist, wo man halt mal vielleicht Pipi machen muss. Bin ich da und auf einmal stand er da und hat mich gepackt und hat mich gegen die Duschwand gepresst und hat mich von hinten genommen. Und du hast nicht geschrien? Du hast Angst gehabt? Ja. Hm. Doris, das ist aber eine sehr schlimme Geschichte, die du mir da erzählst. Ja. Eine sehr schlimme Geschichte. Ich habe aber schlimmere Geschichten bei dir. Ja,
Schon, aber das ist für dich ein sehr, sehr, sehr schlimmes Erleben, was du da hinter dir hast. Mhm, stimmt. Ja, und dann auch noch sowas von der Mutter zu hören. Also, ich muss jetzt mehrere Sachen sagen. Ich finde, auf jeden Fall musst du in eine psychologische Betreuung. Punkt 1. Da helfen wir dir gleich mal bei, wie man das macht. Das Zweite ist, finde ich, dass du radikal den Kontakt abbrechen musst zu diesem Schwager und auch zu deiner Schwester. Die Schwester weiß Bescheid und sie nimmt es nicht ernst. Mhm. So, da würde ich keine Silbe mehr mit denen reden und keinen Fuß mehr in die Tür stellen. Mhm. Ich würde auch mit aller Wut nochmal mit der Mutter sprechen. Mit deiner Mutter. Mhm. Was ist denn das für eine Frau, wenn die so ein schlimm... Sie ist immer für mich da gewesen. Das ist eine tolle Frau. So, aber nicht jetzt, wo so erschüttert, als ich ihr das alles erzählt habe, warum ich nicht zu Familienfesten bin und warum denn nicht und so. Und dann habe ich ihr, ich habe ausgepackt, ich habe es gesagt. Und dann kommt sowas. Ja, das finde ich ganz schlimm. Das finde ich ganz schlimm. Also ich bin wirklich fassungslos darüber. Total erschüttert. Da würde ich jetzt für mich entscheiden, wenn die so reagiert und wenn es auch meine Mutter ist, würde ich mich auch zurückziehen. Mhm. Weil sie tut dir ja im Nachhinein nochmal so sehr weh, wo du schon so eine schlimme Vergangenheit hast und wo es dreimal so... Sie gehört halt zu einer Generation, wo alles so Friede, Freude, Eierkuchen... Ja, aber das gilt es nicht. Meine Tochter ist mit einem Kommissar verheiratet, die andere ist auch gut verheiratet, so alles so, was denken die Leute, alles nach außen hin so. Ja? Aber weißt du, was die Leute denken, ist scheißegal. Ja, in erster Linie geht es jetzt um dich und um deine seelische Wiederherstellung. So, und ich finde es erstmal gut, dass du den Mut gehabt hast, hier zu sprechen. Und ich habe ja auch gemerkt, wie allmählich das so peu à peu rauskam alles. Ja. Und wie schwer es dir fällt. Ja, jetzt nehmen wir das Gespräch mal hier aus der Öffentlichkeit raus, vom Sender runter. Dich bitte ich aufzulegen. Okay. Und dann wirst du von meiner Psychologin, der Elke, angerufen. Und alles andere wird dann in Ruhe geregelt und besprochen. Mhm. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und sehr viel Kraft. Dankeschön. Alles Gute wirklich von Herzen. Ja. Doris, mach's gut. Glaube ich dir auch. Tschüss. Dankeschön. Danke. Tschüss. Hier ist Susanne. Susanne ist 24. Guten Morgen, Susanne. Guten Morgen. Hallo, Susanne. Ich schäme mich für meine Eltern. Ja, es sind nicht unbedingt meine Eltern, sondern es ist meine Schwiegermutter. Ja. Und zwar aus dem Grund, weil sie einfach über mich auf gut Deutsch nur Scheiße erzählt. Mhm. Seit ich mit meinem Mann zusammen bin. Wie viele Jahre sind das schon? Da zusammen bin ich mit ihm 5 Jahre, verheiratet seit 2. Ja. Und seitdem erzählt sie eigentlich nur Mist über mich. Das heißt, sie mag dich gar nicht? Sie mag mich überhaupt nicht. Mhm. Am Anfang hat sie halt über mich erzählt, ich hätte ein Kind abgetrieben, obwohl ich überhaupt nicht schwanger war. Mhm. Und jetzt ist sie schon so weit, dass sie rum erzählt, ich würde anschaffen gehen. Ach, das ist ja schon dann, das ist ja üble Nachrede. Ja, und was macht sie? Wem erzählt sie das denn? Ja, das erzählt sie ihren Bekannten, das hat sie auf Familienfeiern erzählt, das erzählt sie meinen Bekannten und halt von meinem Mann und mir die Freunde. Und ja. Also dein Mann weiß das auch, dass sie das erzählt? Ja, aber er sagt dazu nichts, er sagt, er hält sich da raus. Warum hält er sich da raus? Warum steht er nicht zu seiner Frau? Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht hängt er an seiner Mutter. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall belastet mich das halt ziemlich. Das verstehe ich. Das belastet halt auch unsere Ehe. Wir sind uns nur noch am Streiten. Ja, das verstehe ich auch. Ich stelle mir dann zum Beispiel eure Hochzeit auch nicht so toll vor, wenn die Schwiegermutter so eine Gegnerin von dir ist und war. Ja, ich habe meinem Mann vorgeschlagen, sie erst überhaupt nicht einzuladen. Und weil ich einfach keine Lust darauf hatte, dass es auch außer Hochzeit richtig Ärger gibt. Mhm. Weil ich mir auch vorstellen konnte, dass sie sich irgendeine Gemeinheit ausdenkt. War sie denn dennoch da? Ja, sie war dennoch da, weil ich habe gedacht, das ist vielleicht ein Friedensangebot, weil ich sie vorher auch auf Geburtstagsfeier nicht eingeladen hatte. Ah ja. Weil ich gesagt habe, ich möchte sie nicht dabei haben. Ist denn die Hochzeitsfeier denn gut gegangen oder gab es Zwischenfälle? Nein, die ist gut verlaufen, sie hat sich zurückgehalten, aber danach ging es erst richtig los. Gab es denn anfänglich, als du deinen jetzigen Mann kennengelernt hast und somit sie auch, gab es am Anfang eine Zeit, wo ihr euch gut verstanden habt oder war es von Anfang an Krieg? Nee, eigentlich von Anfang an, sie konnte mich nicht leiden, ich durfte nicht ins Haus.
Weißt du, warum sie dich nicht leiden kann? Ich kann es mir nur denken, dass es daher ist, sie hat, mein Mann hat die ganze Zeit bei ihr gewohnt. Mhm. Und ja, keine Ahnung, sie war die sozusagen die einzige Frau. Wie alt ist sie denn? Also, die sich um ihn gekümmert hat. Ah ja, wie alt ist denn dein Mann? Mein Mann ist 25. 25 und ist ja Einzelkind? Ja. Ah ja. Würdest du sagen, dass er ein Mama-Kind oder ein Mama-Söhnchen gar ist? Ja, auf jeden Fall. Ah ja, und wie viele Freundinnen hatte er vorher schon? Ich glaube, eins oder zwei, mehr nicht. Ah ja, also Eifersucht. Die waren auch nicht, die hat sie auch rausgeekelt. Ja. Wie oft besucht ihr denn jetzt so die Schwiegermutter? Lebt der Schwiegervater auch noch? Nein, der lebt nicht mehr. Der lebt nicht. Wie oft besucht ihr denn zum Beispiel die Schwiegermutter? Also ich besuche sie gar nicht mehr. Ja. Kommt sie denn zu euch in die Wohnung? Ja, sie kommt, sie will eigentlich täglich da sein, aber ich mache schon gar nicht mehr die Tür auf, wenn sie davor steht, weil ich einfach keine Lust mehr darauf habe. Ja. Weil ich eigentlich, ich finde das einfach nur noch peinlich, wenn sie wirklich auf Familienfeiern oder auf Geburtstagen rumerzählt, ich würde anschaffen gehen und somit mein Geld verdienen. Hm. Was für Bösartigkeiten gibt sie denn sonst noch von sich? Ach, das sind einfach nur so kleine Spitzen. Sie schnüffelt in der Wohnung rum, sagt, es wäre schlampig, es wäre unordentlich, ich könnte ja nicht mal richtig kochen, ihr Sohn würde vom Fleisch fallen und all sowas. Hm. Also, da macht natürlich Kleinvieh auch Mist. So viele kleine Sticheleien können dann sehr nerven auf Dauer. Und dann findet das Ganze wahrscheinlich seine Krönung in dieser Beschuldigung, dass du anschaffen gehst. Ja, genau. Mhm. Und was mich am meisten daran ärgert, ist, dass mein Mann ihr auch nicht die Meinung geigt. Er sagt zu mir, ja, das nervt schon und das ist auch verletzend, aber ich hätte es ja auch gerne, dass er ihr das mal persönlich sagt. Na klar. Sie hat einen Schlüssel für eure Wohnung? Ja. Ist ja auch schon so ein Ding, ne? Wenn du das nicht möchtest, warum hat sie einen Schlüssel für die Wohnung? Weil mein Mann ihr den gegeben hat. Habt ihr Kinder? Nein, noch nicht. Nein. Mhm. Das heißt, es kann durchaus passieren, du kommst vom Einkaufen und die ist bei euch in der Wohnung? Ja, und sie ist da. Und dann redet ihr miteinander? Nein. Nein? Gar nichts? Du sagst nicht mehr guten Tag? Nein. Geht die dann oder bleibt die da? Die bleibt da. Die bleibt da? Ja, und guckt sich an, was ich mache. Und wenn ich mich dann auch einfach mal 5 Minuten hinsetze, wenn ich vom Einkaufen komme und mich 5 Minuten hinsetze und den Einkauf nicht sofort rausräume und lieber erstmal eine rauche, dann heißt es ja, dass die Lebensmittel werden schlecht und das verdirbt alles und nur sowas. Und dann, also sie macht dir Vorwürfe und ja, dass ich alles falsch mache. Sie bleibt dann sitzen in der Wohnung, du sprichst kein Wort mit ihr. Und, kein Wort. Und wie lange kann dann so eine Sache dauern, eine Stunde, dass die da bleibt, ohne dass was gesprochen wird? Die bleibt auch länger, sie wartet dann, bis ihr Sohn kommt. Boah, das sind aber Zustände, Susanne. Da würde ich platzen, wenn ich du wäre. Ja, das ist dann auch schon mal passiert, aber das ist dann meistens mit Streits, die ich mit meinem Mann habe. Mhm. Nein, also ich finde ganz eindeutig, dass dein Mann eine Position beziehen muss, eine Haltung annehmen muss. Habe ich ihm auch schon gesagt, ja. Er soll entscheiden, entweder dafür seine Mutter oder... Ja, das finde ich allerdings auch. So geht das, finde ich, weiter, weil ja, so schlägt er sich ja fast auf ihre Seite, wenn er angeblich so tut, als würde er sich raushalten wollen. Ja, er hat ja auch gesagt, ich soll ihm Zeit zum Überlegen lassen, weil er nicht wüsste, für wen er sich entscheiden sollte. Aber wie viel Zeit will er denn noch haben? Ihr seid ja schon so lange zusammen und es geht ja schon sehr lange, sagst du. Ja, ja. Er sagt dann zu mir immer, ja, ich habe mich entschieden, ich werde meiner Mutter das sagen. Und dann frage ich ihn, wenn er bei ihr war, hast du es jetzt endlich gesagt? Nee, der Zeitpunkt war ungünstig. Hm. Sie hat lecker gekocht für mich, mein Lieblingsessen und allem drum und dran. Er hat Angst. Das glaube ich auch. Er hat Angst und sie wird wahrscheinlich systematisch ihn bearbeiten, um einen Keil zwischen euch beiden zu treiben. Und das ist ja offensichtlich schon sehr gut gelungen. Ja, wenn das so weitergeht, ich kann nicht so weitermachen. Dann. Ich würde an deiner Stelle aber sowas von auf den Tisch hauen bei deinem Mann, dass das wirklich nicht so weitergeht. Ich würde es mir nicht bieten. Bitte? Ich habe zu ihm gesagt, wenn es so weitergeht, gehe ich. Mhm. Das schreckt ihn das denn nicht? Nee. Weil er... weil du ihm egal bist oder weil er glaubt, du machst es doch nicht? Ich glaube eher, weil er glaubt, ich mache es doch nicht. Mhm. So, das ist immer so ein Ding. Dann musst du irgendwie sehen, dass du dich in einer Form äußerst, dass der kapiert, du meinst das ernst. Das heißt, du musst es letztendlich auch ernst meinen, dann kapiert er es auch so. Weil sonst redest du und redest und redest und das ist alles ritualisiert, das Reden, und nichts passiert. Alles ist passiert so weiter wie gehabt. Und dein Zorn wird immer größer und irgendwann gibt es sowieso einen Irrenknall
und das Ganze fliegt auseinander. Wenn dir deine Ehe viel wert ist, glaube ich, ist es sogar sehr gut, wenn du sehr ernsthaft auftrittst und es ihm so klar machst, dass, also höchste Eisenbahn, dass es 5:12 ist. Ja. Liebst du ihn denn noch so innig, wie es am Anfang war? Wenn ich ehrlich bin, nicht wirklich. Liegt das da dran, an dieser Konstellation, dass er sich da gezeigt hat in einer Art und Weise, die du vorher nicht kanntest? Ja. Ja klar, er hat ja immer letztendlich sich nicht auf deine Seite geschlagen und nicht zu dir gestanden. Und das hat natürlich auch eine Wirkung auf Gefühle, klar, ja. Ja, auch wenn ich es mir so sehr wünschen würde, dass er endlich Position bezieht. Und wenn er auch für seine Mutter Position bezieht, dann zeigt er wenigstens, dass er die Mutter liebt und nicht mich. Ich würde klar darauf bestehen, Susanne, definitiv. Und würde mir das nicht mehr lange antun. Ich wünsche dir viel Kraft und Entschlossenheit dafür, vor allen Dingen. Ja, danke schön. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hier ist Natascha. Natascha ist 32. Guten Morgen, Natascha. Natascha ist nicht mehr da. Dann nehmen wir den oder die Alvin, 23. Guten Morgen. Hallo? Domian. Ja, ein Mann. Jawohl, ja. Ein Mann. Hörst du mich? Ja, nicht so ganz toll, aber wir versuchen das mal. Ich kann auch gerne die Lautsprecher ausmachen, vielleicht hörst du mich dann besser. Wird besser sein, ja, aber jetzt ist es schon ganz gut. Alvin, wieso schämst du dich für deine Mutter oder für deinen Vater? Und zwar, es geht darum, dass meine Mutter mich ins Kinderheim gesteckt hat. Mhm. Und zwar schon ganz früh, bevor ich in die Schule kam. Mhm. Und das war noch einigermaßen verständlich, weil sie kurz danach Leukämie hatte. Mhm. Ist eine Blutkrankheit, ja. Kennen Sie wahrscheinlich. Ja. Und sie war kurz vorm Sterben und hat sich aber wieder berappelt, weil sie den Willen hatte, weiterzuleben. Mhm. Und daraufhin kam ich auch wieder nach Hause. Mhm. War dann ein halbes Jahr zu Hause. Mhm. Meine Mutter hat jetzt einen neuen Mann und mit dem komme ich überhaupt nicht klar. Also hatte damals dann einen neuen Mann? Ja. Mhm. Das ist also nicht mal mein Stiefvater. Ist also nur der neue Mann meiner Mutter und der Vater meiner Halbgeschwister. Ja. Und wir haben miteinander nichts zu tun, weil er mag mich überhaupt nicht. Ja. Und jetzt zeigt mir das auch sehr deutlich. Und er hat dann meine Mutter vor der Wahl gestellt, entweder steckt sie mich wieder ins Kinderheim oder er geht. Ja. Und meine Mutter hat sich dann wieder gegen mich entschieden und ich kam wieder ins Kinderheim. Oh yeah. Und war dann bis zu meinem 18., kurz vor meinem 18. Lebensjahr im Kinderheim. Und bin seitdem jetzt alleinstehend, habe meine eigene Wohnung, bin Single und hatte jetzt eine Arbeitsstelle begonnen. Und bin in der Nähe von meiner Mutter gekommen. Also die Mutter hat sich, ich meine, das ist ja schon eine starke Sache, sie hat sich gegen ihr Kind entschieden und für einen Mann. Ja, und das ist das, was bei mir auch der Knackpunkt ist. Das glaube ich. Weil das versteht keiner bei uns in der Familie. Auf eine Art haben die zwar Verständnis dafür, aber wiederum sagen dir alle, du bist es aber auch selber entschuldigt, weil ich wäre angeblich ein hartes Kind gewesen. Ja gut, aber wie alt warst du das erste Mal, als du ins Heim kamst? Vielleicht 6. Ja. Wie sprichst du mit ihr darüber? Wie rechtfertigt sie das? Wie begründet sie das? Sie sagt halt, dass ich sehr schwer erziehbar gewesen wäre, dass ich ihr nur am Rockzipfel gehangen hätte. Hältst du das für eine Ausrede oder glaubst du, dass du wirklich irgendwie ein schwer erziehbares kleines Kind warst? Also ich kann mir das nicht vorstellen, weil meine Großeltern, also die Eltern meiner Mutter, sagen auch immer, ich war eher ein sehr ängstliches Kind. Und meine Großeltern haben mich also auch mehr erzogen als meine eigene Mutter, weil wenn es dann zum Beispiel um Besuchszeiten ging, haben meine Großeltern, also die Eltern meiner Mutter, mich öfters besucht und abgeholt als meine eigene Mutter. Und also wollte sie dich schlichtweg nicht haben? Ja, das Gefühl habe ich. Aber wiederum, sie ist aber auch komischerweise immer wieder da, wenn es irgendwas gibt. Wenn es irgendwelche Familienfeiern gibt, wenn ich Geburtstag habe, kommt sie immer wieder. Dann ist sie da. Dann ist sie da. Aber wenn ich sie sonst mal brauche, kommt sie nicht. Und wenn, dann sagt sie, ja, ich kann vielleicht einmal im Monat kommen und auch nur, wenn ich das Busgeld habe oder wenn mein also grundsätzlich mein auch Mann, das gibt. Ja, sehr schlechtes Gefühl der Mutter gegenüber, insofern auch ein Schamgefühl. Jetzt ist die Sendung gleich vorbei, lieber Alvin. Ich muss dich leider verabschieden, wünsche dir aber auf jeden Fall alles Gute und alles Liebe. Tschüss. In der Technik über Malte E-Mails. Wir sind morgen wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht. Macht's gut, bis dahin. Ciao.